Hallo Leute, ich habe heute mal wieder meine Schwester Emily mitgebracht. Hallo. Und ich werde Emmy heute mal ein paar Tipps geben. Emmy, was möchtest du denn später mal so als Beruf ausführen? Keine Ahnung. Ja, Emmy, du solltest Megastar sagen. Was denkst du, worum es hier geht heute? Megastar? Noch ein bisschen enthusiastischer. Megastar! Genau, denn wie ihr das wahrscheinlich wisst, bin ich inzwischen ein sehr, sehr erfolgreicher YouTuber. Und das ist natürlich ganz normal, dass man da mit vielen Megastars zu tun hat. Ich zeige heute euch und meiner Schwester, wie ihr zum perfekten Megastar werdet und was ihr dabei beachten müsst, wenn ihr auf dem Weg dahin seid. Also würde ich sagen, lasst uns mit dem Video beginnen. Los geht's, wir wandeln dich jetzt zum Megastar um. Woo! Wenn man erstmal Megastar ist, hat man natürlich extrem viele Fans. Und wenn die Fans einen erstmal erkannt haben, dann gibt's kein Zurück mehr. Dann wird man regelrecht überrannt von denen. Deswegen müsst ihr unbedingt eine Brille tragen. Und hier ist der Trick. Umso größer die Brille wird, umso weniger könnt ihr erkannt werden. Was natürlich umso weniger Fans auf euch zieht. Deswegen habe ich jetzt einfach dir mal ein paar Dinge mitgebracht. Was man standardmäßig erstmal als kleiner Megastar tragen würde, ist dann sowas hier. Leute, wie ihr jetzt schon erkennen könnt, man erkennt sie nicht wieder. Man würde niemals denken, dass es meine Schwester ist, geschweige denn ein Mädchen. Aber ihr wisst gar nicht, wie krass Fans drauf sind. Die erkennen den Star sogar an den Augenbrauen oder so, wenn man die mal irgendwie durchscheinen sieht. Setz das einfach mal auf. Ich kann das gar nicht aufsetzen. Hier haben wir jetzt ein entscheidendes Problem, und zwar hat man hier keinen Sichtschutz, aber es ist schon mal größer. Falls ihr als Megastar so bekannt seid, dass euch jeder erkennen würde, habe ich hier die ultimative Waffe für euch. Und zwar ist es das hier. Also so erkennt euch hundertprozentig niemand mehr, ja. Ja, wenn du Megastar bist, brauchst du das. Wenn wir schon mal bei Fans sind, bleiben wir doch auch einfach mal bei Fans, denn die Fans rennen einen nicht nur hinterher, sondern sie kreischen auch extrem rum, und dafür habe ich natürlich auch das perfekte Zeug, und zwar ist es dieses tolle Accessoire hier. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wie ihr jetzt schon seht, ist Emmy schon fast ein Megastar. Man sieht es ihr richtig an. Und man will ja als Megastar so erfolgreich wie möglich rüberkommen durch sein Aussehen. Deswegen ist es als weiblicher Megastar ganz entscheidend, das hier zu haben. Lipgloss. Ich sag's mal so, umso mehr Lipgloss du auf deinen Lippen hast, umso erfolgreicher kommst du rüber. Ich verspreche dir, danach siehst du komplett aus wie Rihanna. Ihr müsst da einfach mal ein bisschen probieren. Es muss wirklich schon so aussehen, als wäre der Mund komplett nass. Komm mal ins Bild. Wow, so stylisch. Megastar, 100%. Was euch als Megastar auf jeden Fall von der Masse abhebt, ist Twitter. Twitter ist ganz entscheidend als Megastar, denn ihr müsst immer wieder eure Fans auf dem Laufenden halten. Ich habe da einfach mal jetzt ein paar Tweets vorbereitet, die du einfach mal tweeten könntest, wenn du Megastar wärst. Also der erste Tweet wäre zum Beispiel, ich hasse meine Fans. Das solltest du auf jeden Fall mal tweeten. Der zweite Tweet ist, warum gibt's eigentlich noch keinen Starbucks in meiner Küche? Und der dritte Tweet ist auch ganz entscheidend, und zwar, Megastar sein ist schon geil, im Gegensatz zu eurem Leben. Wir kommen zum nächsten Schritt, und zwar, dass jeder weibliche Megastar, wie könnte es anders sein, eine Handtasche. Und bei dieser Handtasche müsst ihr darauf achten, dass sie extrem groß ist. Ihr seht schon, die Kombi macht's einfach. Weil du natürlich noch nicht so genau weißt, was ein Megastar so alles in seiner Handtasche hat, sag ich dir das jetzt einfach mal. Ein Brot. Natürlich willst du als Megastar nicht verhungern. Du möchtest immer irgendeinen Snack für zwischendurch dabei haben. Deswegen, Brot muss auf jeden Fall rein. Immer ein Stück Seife. So sieht das aus. Eine Gabel. Du weißt natürlich, wofür du die brauchst, oder? Nein. Die Gabel ist ganz entscheidend zur Selbstverteidigung. Wenn irgendein Fan dich mal angreifen will oder so. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Szenario. Ich bin jetzt dein Fan und will dich irgendwie körperlich angreifen und du musst dich wehren. Oh mein Gott! Aber dann würde ich immer noch sagen, es fehlt was ganz Entscheidendes. Der kleine Hund, der in die Handtasche passt. Wenn du jetzt kein Megastar bist, dann weiß ich auch nicht. Das sitzt auf dem Brot. Das kann man doch gar nicht mehr essen. Nimm das Brot schnell raus. Kann man das Brot gedacht? Scheiße. Das Brot war noch in der Handtasche und jetzt hast du Wummel drauf. Sag das ja nicht Mama. Natürlich musst du aber auch immer drauf achten, weil ich guck dir den Hund an, ja. Der sieht extrem aggressiv aus. Deswegen ist wichtig, immer einen Maulkorb tragen, weil solche Hunde, Leute, haben schon ganze Menschen gegessen. Kannst du natürlich nur bestätigen, gell? Du bist ja jetzt auch Megastar. Ja. Ich habe dir jetzt gerade mal für so einen kleinen Hund 3 Exemplare mitgebracht, die du verwenden könntest. Blau-weiß gestreift, mintgrün und weiß und das nochmal mintgrün und weiß. Also habe ich nur 2 Exemplare. Wir nehmen jetzt also einfach die Socke und stülpen die so über. Dieser Hund kann niemanden mehr beißen. Hier vorne ist noch ein lustiger Zipfel dran. Wir haben uns jetzt ein bisschen weiter zurückgesetzt, um einfach mal zu gucken, wie das Ganze im Gesamtbild aussieht. Wenn das nicht Rihanna Teil 2 ist. Ich bin einfach krass, ja. Ich bin einfach krass. Du bist jetzt eine besondere Person, aber eine Sache fehlt immer noch. Wie ihr das wahrscheinlich selbst schon wisst, hat man als Megastar nicht viele Freunde, denn man kann niemandem mehr vertrauen. Alle Menschen sind nur noch auf dein Geld aus. Deswegen ist es als Megastar sehr entscheidend, eigene Freunde zu haben. Und weil man keine menschlichen Freunde haben kann, muss man sich seine Freunde selbst ausdenken. Also das sieht so hier aus. Dein Ernst? Das ist ein Krokodil, das kann reden. Ja, das sieht total echt aus. Ich würde sagen, wir führen jetzt einfach mal eine Konversation. Also red einfach mal mit deinem Freund. Oh, hallo. Hey, na, ich bin Croaky. Hey, Croaky. Wie geht's dir? Mir geht's total gut. Ich beiß gerne in den Nasen.
So, Amy, was hältst du denn jetzt davon? Fühlst du dich jetzt schon wie ein Megastar? Bist du jetzt schon voll in deinem Element? Auf jeden Fall. Also, ich fühle mich so cool, so schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht, weil das ist einfach die perfekte Lösung, ja? So, und jetzt nochmal Klartext. Das war natürlich alles nur Spaß. Ich glaube, das war das bescheuertste Video, was wir je in unserem Leben gefilmt haben. Aber irgendwie habe ich mir halt gedacht, wäre es ein cooles Video. Keine Ahnung, was da mit meinem Kopf so passiert ist in dem Moment. Auf jeden Fall würde ich sagen, gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Josef, kannst du Chinesisch reden? Nein. Und wenn du noch einmal Chinesisch anstatt Chinesisch sagst, kannst du auch bald nicht mehr reden. Würdest du mal nach Wien kommen? Du bist